Hallo meine Lieben, heute habe ich einmal das Besorgungsvideo für euch. Ich habe nur noch ein paar Tage in Deutschland und ich fange direkt an, damit es schnell geht. Als erstes habe ich mir mal zwei Reiseführer geholt. Und zwar von Marco Polo, die gibt es bei Real für 3,99 im Moment. Da steht Mängelexemplar, aber eigentlich ist damit nichts zu bemängeln, Deswegen, die sind richtig gut, finde ich. Ich habe einmal einen für New York, da ich in der Nähe leben werde, und einmal einen für Neuengland, weil ich dort leben werde. Beziehungsweise Neuengland, das sind diese Staaten im Nordosten. Meine zweite Anschaffung war die Bobbelflasche, die ihr wahrscheinlich kennt, mit dem Filter für das Chlorwasser. Und zwar gibt sie für 3,99 bei Karstadt, also nicht die teuren bei Amazon kaufen, die kosten 13 oder 14 Euro, sondern bei Karstadt, die gibt es für 3,99. Und ein zweiter Filter kostete allerdings irgendwie 7,99, deswegen habe ich anstatt einen zweiten Filter einfach eine zweite Flasche gekauft. Bin dadurch billiger weggekommen und kann sozusagen die eine Flasche hier lassen in Deutschland, aber den Filter mitnehmen und später hier rein einbauen. Ich wollte unbedingt eine blaue Flasche, weil ich finde, dadurch sieht, also eigentlich bin ich eher für pink, aber dadurch sieht Wasser einfach frischer aus und deswegen habe ich mir die geholt und den zweiten Filter dann sozusagen in pink. Dann habe ich mir bei Shibo das TSA-Schloss geholt, da es dort nur 6,99 gekostet hat, glaube ich. Und zwar braucht man das für die, die es vielleicht noch nicht wissen, weil die am Flughafen, falls die einen Koffer öffnen müssen, müssten sie jedes andere Schloss aufbrechen. Bei dem TSA-Schloss können sie allerdings durch einen Universal-Aufschließer sozusagen den Koffer öffnen. Und dafür sind die gut. Dann habe ich mir Vakuumbeutel besorgt. Bei Rewe gibt es im Moment welche für 4,99. Da würde ich mal gucken, da gibt es zwei drin. Diese hier waren für 2,99 bei Rossmann im Angebot. Allerdings kann man hier die Luft nicht mit dem Staubsauger abziehen, sondern man muss sie so komisch rollen, was ein kleines Defizit ist. Wie gesagt, 2,99, es ist ein Zweier-Set und die sind 50x35 und 70x50 cm groß. Dann habe ich mir zwei Adapter geholt, die habe ich beide von Amazon. Einmal einen mit diesen drei Punkten drin, mit dem Stabilisator, und einmal einen mit nur zwei. Und ich werde auch auf jeden Fall eine Mehrfachsteckdose mit nach Amerika nehmen. Für den Flug habe ich mir eine Schlafmaske geholt, die gibt es für 2,99 bei Rossmann. Und neben den ganzen Beauty-Produkten, die ich nicht in diesem Video nennen werde, weil die interessieren, glaube ich, eh nicht so, Wattepads und sowas, alles, was ich noch holen werde, habe ich mir noch eine Haarschere besorgt, weil ich mir die Haare immer selber schneide. Das klingt jetzt blöd, aber ich gehe nicht gerne zum Friseur und ich schneide mir meine Haare deswegen lieber selber. Und die habe ich von Rossmann für, ich glaube, 7,99 gekauft zum Mitnehmen. Bis auf die ganzen Beauty-Produkte sind das so meine Besorgungen, die ich in den letzten Wochen gemacht habe. Und bald gibt es auch mein Kofferpack-Video, das kommt in ein paar Tagen, weil ich in ein paar Tagen fliegen werde. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, um mir zu zeigen, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, wo ihr eure Besorgungen gemacht habt. Ob ihr vielleicht billigere Varianten gefunden habt, wer weiß. Und dann sehe ich euch im nächsten Video.